Okay, also, hallo Herr von Ottloff. Es ist mal schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns ein Interview zu machen. Wir sind von Camps 21, das ist eine freie Presse, hat sich jetzt im Widerstand gebildet und soll eben so eine Gegenpol zu der anderen Presse sein, SWR und so weiter. Wir berichten ehrlich und fair und gucken halt, dass wir auch ein paar Interviews dann mal ins Netz stellen. Ja, zum Thema Kopfbahnhof, was gefällt Ihnen denn am Kopfbahnhof jetzt momentan so am besten oder am zukünftigen Kopfbahnhof? Ja, der Kopfbahnhof selber ist ein Bahnhof, der seit, sagen wir mal, 90 Jahren wunderbar funktioniert. Die Züge fahren ein, fahren wieder aus. Man kann ebenerdig hineingehen. Es ist für Rollstuhlfahrer und für Behinderte kein Problem, da an die Gleise zu kommen. Und durch das Tunnelgebirge im Auslauf des Gleisfeldes kann man die Strecken schon kreuzungsfrei überwinden. Das heißt also, der Zugang zum Bahnhof und die Abfahrt ist so geregelt, dass es wirklich wunderbar abgeht, dass es so abgeht, dass man hier, glaube ich, den pünktlichsten Kopfbahnhof Europas hat oder einen der pünktlichsten, also richtig gut. Und ein ertüchtigter Kopfbahnhof hätte für mich den großen Vorteil, die Studie von Viereck und Rösler zeigt das, wenn du den Bahnsteig noch etwas verlängerst und diverse Weichen einbaust, dann kann auf einem Bahnsteig ein zweiter Zug einfahren, aber der hinten am Prellbock stehende kann an dem dann quasi vorbeifahren. Das wäre eine Ertüchtigung dieses Bahnhofs, das wäre sensationell für mich so etwas wie das Ei des Kolumbus. Das heißt, wir könnten quasi jetzt schon einen Nutzen draus ziehen, dass die Bahn quasi für S21 schon mal dieses Gleisvorfeld verlängert und könnten das dann für einen ertüchtigten Bahnhof übernehmen? Das haben alle Befürworter von K21 so gesagt, dass diese Arbeiten jetzt im Prinzip nicht umsonst sind, die könnte man dann auch übernehmen für einen ertüchtigten Kopfbahnhof. Das wäre natürlich klasse. Und zum Thema S21, was ist so Ihr absolutes K.O.-Kriterium? Also, ich bin ein Gegner schon seit vielen Jahren, weil es ist sinnlos, einen Bahnhof unter die Erde zu legen. Der Gedanke ist bestechend und das war ja auch kein Gedanke der Eisenbahn, der Bundesbahn, sondern es war ein Politikergedanke. Die flogen irgendwann mal darüber, haben gesehen, Menschenskinder, da ist ja ein tolles Feld, was man im Prinzip verkaufen könnte, den Bahnhof nach unten legen und mit diesem Geld, was man oben erlöst, baut man den Bahnhof unterirdisch. Das war der Gedanke. Aber das geht einfach nicht, weil der Bahnhof mit 8 Gleisen unter der Erde hat nie diese Leistungsfähigkeit, die der Kopfbahnhof hat. Der muss eines sehen, dieser Kopfbahnhof ist ja ein Start- und Zielbahnhof. Das heißt, 80% der Reisenden kommen an oder fahren hier ab. Und hier hast du die Möglichkeit, dass du ankommst und auf dem Nebengleis steht schon der IC zum Weiterfahren, ja? Wenn du umsteigen möchtest. Und diese Möglichkeiten hat man in einem Durchgangsbahnhof nicht, weil die Verweildauer natürlich viel, viel kürzer ist. Dann kommen noch einige Kriterien hinzu. Es ist grauenvoll, wenn da unten mal was passiert für Behinderte, die kommen nicht mehr, da kommen nicht mehr aus diesem Bahnhof ohne fremde Hilfe raus. Dann ist dieser Bahnhof in einem Gefälle. Das heißt also, der gesamte Verkehr, der hier reinkommt von Richtung München, der darf, glaube ich, nur mit Tempo 20 fahren. Also es ist ein Wahnsinn. Und dann diese idiotischen Kosten. Ja? So einen ertüchtigten Kopfbahnhof kriegst du für, was weiß ich, 1,5 Milliarden und der kostet mindestens 6 oder 7 Milliarden. Also es ist ein Irrsinn und gegen diesen Irrsinn versuche ich auch mit anzugehen. Ja, das ist ja das, was der Herr Käfer schon angekündigt hat, dass das ja normale Passanten den Behinderten und so helfen sollen, wenn was passieren sollte. Das geht ja auch nicht. Die müssen ja dann auch auf sich selber gucken und heute hat jeder die Möglichkeit, bei diesem Zugang hier über den Nordausgang ebenerdig rauszukommen und das ist natürlich so sehr, sehr wichtig. Ja, na, hoffen wir mal, dass wir da durchkommen. Was sagen Sie zum Thema Volksentscheid morgen? Steht ja jetzt kurz bevor. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Also ich bin ja nun ein, sagen wir mal, gebremster Optimist. Aber ich sage, wenn die Ja-Sager mehr Stimmen bekommen als die Nein-Sager, dann ist schon viel gewonnen. Dass man das Quorum erreicht, halte ich eigentlich für ausgeschlossen. Ich
kann es mir nicht vorstellen, dass man so viele Leute aktivieren kann. Und draußen auf dem Land wissen die meisten ja noch nicht, was auf sie zukommt mit einem möglichen Tiefbahnhof. Deswegen gehen da wahrscheinlich viele nicht zur Wahl. Was dann quasi, wenn sie nicht gehen, gleichzeitig ein Nein heißt. Ne? Aber zumindest ist es so, dass sie nicht mit Ja stimmen. Und das ist das Problem. Ja, das ist richtig. Thema Denkmalschutz. Abgerissener Nordflügel, bevorstehender Abriss Südflügel, da hat ja der Herr Schübers leider verloren beim Bundesgerichtshof. Ne? Also ich finde es entsetzlich, wie man mit Denkmälern hier umgeht. Ja, immerhin ist dieser Bahnhof, hätte der Bahnhof die Möglichkeit gehabt, in das UNESCO-Weltkulturerbe zumindest mal hingebracht zu werden. Ja, ob er dann aufgenommen wird, weiß ich nicht. Dieser Bahnhof ist einmalig. Es ist sowas wie, man sagt in Amerika dazu, Landmark. Also dieser Bahnhof ist wirklich optisch prägend. Dass man den Nordflügel abgerissen hat, das war im Prinzip eine Demonstration der Macht. Es ist halt hier eine Lücke und man brauchte das damals nicht, aber man wollte Stärke zeigen. Ich finde es entsetzlich, wenn das passiert. Und ich weiß auch nicht, ob die Bahn wirklich jetzt ernst macht, wenn sie sich im Recht wähnt. Dann fällt halt auch der Südflügel und dann fallen die Bäume. Das ist fürchterlich, aber ich glaube, diese Verträge sind so abgefasst, dass man gar nichts dagegen machen kann. Also ich finde es entsetzlich. Also mir blutet das Herz schon, als ich gesehen habe, wie da sich der Bagger reingefressen hat. Ich finde es fürchterlich, wie man mit Denkmälern umgeht. Aber in Stuttgart ist das, glaube ich, und vielleicht in anderen Städten auch, so üblich, dass man den Denkmalschutz aushebelt, wenn die Kapitalinteressen dieses so gut finden. Welche Chancen sehen Sie in dieser Stuttgarter Netz AG oder Privatbahnorganisation, dass die eventuell Dampflok oder ähnlichem was durchkriegen? Halte ich zumindest, was die Rechtsprechung im Augenblick angeht, für sehr realistisch. Ja. Weil eine Strecke darf nicht entwidmet werden, wenn es oder stillgelegt werden, wenn es Betreiber gibt, die diese Strecke übernehmen möchten oder die darauf fahren möchten. Also ich halte diese Chance für gar nicht so gering. Okay. Das hört sich ja auch schon mal gut an. Ja, naja, gut, sagen wir so, der Bahnhof ist dann der Flügel beraubt, der Park ist kaputt. Das sind Dinge, die einfach fürchterlich sind. Aber man soll nicht glauben, dass man, wenn man diesen Grund und Boden hier gekauft hat, dass man den dann vermarkten kann. Also ich glaube, dass da noch sehr viele Klippen im Weg sind und diese AG ist eine Netz-AG. Okay. Da setzen wir doch einfach mal darauf und dass die Kosten vielleicht auch irgendwann einmal tatsächlich ehrlich genannt werden von der Bahn. Also, leider noch nicht passiert, ich halte das Kostenargument für das Argument, was eigentlich ziehen muss. Diese 4,5 Milliarden sind nicht zu halten, das weiß jeder. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, wir machen jetzt ein Ende, ja, weil es geht nicht anders. Es wird sowieso ein Ende kommen. Irgendwann mal wird das Geld ausgehen, weil es ist ein Schwachsinn, dieses Ding zu bauen. Und wenn es ein Projekt wäre, wo man sagt, jawohl, dieser unterirdische Bahnhof hat so viele Vorteile, den müssen wir bauen. Dann wird es auch diese Bewegung nicht geben. Aber dieser Bahnhof unterirdisch hat im Prinzip keine Vorteile, kostet eine Menge Geld. Und ich hoffe, dass man so ehrlich ist, um zu sagen, jawohl, es ist zu teuer. Plan festgestellt ist auch vieles noch nicht Richtung Flughafen hoch. Die Neubaustrecke ist eigentlich auch ein Schwachsinn. So wie es jetzt geplant ist, da können keine Güterzüge drauffahren, nichts. Also braucht man das eigentlich auch nicht. Ich hoffe, dass über diese Kostendiskussion noch Vernunft einkehrt. Das ist meine letzte Hoffnung. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und auch schön, dass Sie heute auch gekommen sind zu unserer Abschlusskundgebung. Das war's dann von Camps 21, Gabi im Park. Und man sieht sich. Man sieht sich. Vielen Dank. Alles Gute, ja, gell? Wir haben auch zu danken. Ja, dann tschüss.